So, ich komme zurück zu Yakuza Kiwami 2, den letzten Folge vor heute. Den letzten Folge, der letzten Folge vor heute. Wir machen weiter Nebenquests in Kamurocho, weil irgendwie gehen die ja nicht aus, obwohl ich mir wirklich Mühe gebe, die alle auszuhalten. Ich könnte die bestimmt auch später machen, aber ich würde die jetzt machen, damit ich hinterher mehr Zeit fürs Test-Club-Zeug habe. So, die nächste Nebenquest ist dann mit einer Nebengasse. Die sind hier überall wie irgendwelche Punks, das ist ja unlustig hier. Kann ich eigentlich mal wieder was essen hier? Ich habe, ne, ich bin leider ziemlich voll. Schade eigentlich. Wenn ich was essen gehen würde, könnte ich mir wieder schön XP einsacken. Was hat das denn gerade verschreckt? Ja. Siehst du mal, ich könnte natürlich auch noch mal gleich noch mal mit der... Jetzt habe ich den Namen schon vergessen. Heimleiterin sprechen. Bitte hilf mir jemand! Ah? Macho Yakuza. Da denkst du, du Typ kannst dich hier durch mein Gebiet durchmuskeln, Fetti. Ich habe dir bereits gesagt, dass wir wollen deinen perversen Shit hier nicht haben. Nein, alles was ich habe ist sauber, ich schwöre es. Ach, erzähl ihr nichts in dieser Stadt. Alles ist irgendein Fetisch. Was? Warum zeigst du es nicht dein Zeug? Hast du so viel Angst, dass du von deinem eigenen Zeug heiß wirst? Mhm. Was? Das ist nicht. Meine Waren sind ein bisschen exzentrisch. Ja, das hatte ich doch gedacht. Hier, hau das Zeug auf den Boden. Bitte nicht! Bitte hilf mir jemand! Ein perverser Händler? Der Peddler ist glaube ich, ein. Ich sollte ihm wohl eine Hand geben. Wer zur Hölle bist du? Bist du auch in das hier drin? Hey, lass ihn alleine. Es tut niemandem weh, Dinge zu verstellen, in deinen Hintergasse zu verkaufen. Hey, bist du einer von diesen Fettis Freund? Tut mir leid, aber hier ist, hier sage ich, dass ich hier nicht gehen und nicht du auch nicht. Du musst meinen Freund hier entschuldigen. Seine Methoden sind etwas unsanft. Wer ist er denn? Das gesagt, wir können es nicht erlauben, dass dieser Mann hier illegale Güter in unserem Territorium verkauft. Vielleicht kannst du die Schulden dieses Händlers an seiner Stelle bezahlen. Es sind 300.000 Yen, Sir. Nein. Hier. Das Geld habe ich nicht. Was zur Hölle? Kein Geld, kein Verkaufen. In der Tat, dies sind die Regeln. Zeig diesen bringt diesen beiden eine Lektion bei, nicht wahr? Sag dein Gebet, Perverser. Cool. Er ist Honda, die Automarke. Vielleicht ist er auch noch Bauer oder so. Fetisch scheint es genug zu geben. Hashtag Windeln. Du bist ein bisschen mehr als der normale 0815-Typ, nicht wahr? Ich bin kein Yakuza. Aber du warst. Das ist zumindest ein kleiner Trost zu wissen, dass wir nicht von einem normalen Zivilisten geschlagen wurden. Also, hört nicht auf mit diesen Typen hier rumzuspielen. In der Tat, der Stärkere hat recht und du hast dein Recht bewiesen. Lass uns gehen. Mhm. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Du musst vorsichtig sein, okay? Wenn du nicht durch die richtigen Kanäle gehst, dann kann das jedes Mal passieren. Es tut mir wirklich leid. Ich musste nie irgendwelche Verkäufergebühren bezahlen, als Majima-san diese Gegend hier kontrolliert hat. Aber bevor ich es wusste, hat sein Gebiet die Hand gewechselt und die neue Familie versucht, hier jeden Yen rauszuholen. Wirklich? Majima-san ist manchmal ein bisschen unkonventionell, aber selbst er würde Geld verlangen. Oh, er hat mich bezahlen lassen, gewissermaßen. Er hat mich seltene Videos für ihn suchen lassen. Ziemlich freakies Martial Arts Zeug. Mhm. Muss ich wissen, worum es geht? Ich weiß nicht. Da hast du ein gewisses Glimmern in deinen Augen. Super Kung Fu Mann? Action Movie? Legend of the Drunken? Yonshu Rusigata? Karate Master? Enemies Begun? The Brawler's Path? A brutal set of Kali Sticks with particularly heavy tips. Komm, ich kaufe einfach alles, was er hat. Dann habe ich den Scheiß und dann ist es weg. Es kostet 25.000, meine Fresse. Gebe ich für Gummibänder mehr aus. Wie dem auch sei, ich bin Kimiyama. Ich freue mich, mit dir Geschäft zu machen. Veröffentlichungen zu den tiefsten Schnitten. Ich habe alles, was du brauchen könntest. Komm mal vorbei, wenn du in der Stimmung bist. Ich warte. Mhm.
Das ist jetzt tatsächlich nicht so schlimm eigentlich. Ich hätte wieder mit Unterwäsche gerechnet. Naja. Sei es drum. Pop. Da. Macht so witzige Geräusche. So. Pop. Flup. Die Dinge sollten öfter Geräusche machen. Flup, flup. Regt meine Freundin übrigens mal auf, wenn ich so die Welt mit Geräusche untermale wie ein sechsjähriges Kind. Könnte vielleicht was damit zu tun haben. Mach trotzdem gerne so Wuschgeräusche. Also. Wusch. Yes. Ich hab mir halt eigentlich bald wieder Urlaub. Schade, ich hab irgendwie gehofft, ich kann den. Warum ist denn das so Widerstand? Aua. Hey, ich wollte diese Lampe noch benutzen. Das ist ein ziemlich cooler Screenshot gewesen. So an und für sich. Wenn ich rechtzeitig reagiert hätte, um tatsächlich einen Screenshot zu machen. Hab ich nicht. Hab ich immer schon, was ist denn hier los? Hier tanzt jemand? Nee. Ach, in Schwierigkeiten sich befindender männlicher Schüler. Was soll ich bloß tun? Das ist ein Monat vergangen und immer noch nichts. Ich habe gehört, Yamauchi und Takanaka haben bereits mehrere Anfragen bekommen. Niedergeschlagenes Mädchen. Wir sind die einzigen, die übrig geblieben sind. Ich bin mit aber bei 80 Ablegung. Mein Selbstvertrauen ist einfach am Boden. Mann mit Brille. Nichts, für mich passiert auch nichts. Ich hätte niemals gesagt, dass es so lange dauert. Worüber reden die? Vielleicht sind wir einfach nur unanstellbar. Es muss doch irgendein Ort geben, der uns einstellen würde. Tja, hört sich so an, als würde die Arbeitssuche nicht so gut laufen. Hey, ich habe was Interessantes da drüben im Bahnhof gesehen, im anderen Tag. Vielleicht könnten wir ein Gruppeninterview machen. Ein, was? Meinst uns alle zusammen? Ja, wir alle zusammen zur selben Zeit und wir, wir nehmen Züge, wir wechseln uns ab und versuchen uns gegenseitig aufzuheitern. Das klingt weniger stressig als ein normales Interview. Ich denke mal, es gibt mehr als einen Weg, einen Job zu kriegen. Das klingt großartig. Ich wäre viel entspannter mit euch Jungs in einen Raum. Wir sollten uns darum kümmern. Ja, ich bin da auch dabei. Ich denke, wir könnten wirklich. Aber bist du wirklich sicher, wir könnten so schnell dazu bereit sein? In diesem Fall, warum versuchen wir nicht ein bisschen Praxis? Ich kenne einen Ort, wo wir gute Fake-Interviews machen können. Es braucht allerdings 4 Leute für eine Gruppe. Wir brauchen jemanden, der mit uns kommt. Hey, lass uns doch mal Sui anrufen. Ich wette, er ist auch noch nicht angestellt worden. Gute Idee. Ich rufe ihn nur eben mal an. Die Fake-Interviews werden an einem Ort am Parkboulevard gemacht. Lass uns unsere Selbstsicherheit ein bisschen hochkriegen und den Interviewer zeigen, wer der Boss ist. Genau. Lass uns losgehen. Einer von ihnen hat was fallen lassen. Shopseekers Amulett? Sie sind in Richtung Parkboulevard gelaufen, nicht wahr? Wenn ich dahin gehe, kann ich das vielleicht geben. Hey, wir haben noch einen Schlüssel gefunden. Achso, hey hier. Warte mal, in die Richtung kommen wir nicht weiter. Und diese Masken? Das ist doch so ein typisches Asiaten-Ding. Zumindest verbinde ich es mit Asiaten im Allgemeinen. Also nicht nur mit Japanern, sondern mit Asiaten, diese Staubschutzmasken zu halten. Ich frage mich halt, wie viel Schutz vor Keimen die Masken tatsächlich bringen wird. Es gibt ja bestimmt unterschiedliche Maskenarten. Manche von diesen sehen halt echt aus wie. Ja. Wo hat er denn immer sein Taschenrohr her? Was es nicht alles gibt. Die gute Scheibe. Ich verstehe, dass man die kaputt schlagen kann. Guten Tag. Was soll ich jetzt bloß machen? Hau sofort ab. Was? Oh. Ich kann mich tatsächlich bei den Läden unbeliebt machen, wenn ich die Scheibe durchhaue. Das ist ja witzig. Guten Tag. Guck mal, hier gibt es doch Takoyaki, oder? Genau, hier. Absolute tasty Takoyaki, Takoyaki, genau. Du brauchst einen aktuellen Lokaler, finde ich. Gibt es hier noch irgendwas, vielleicht ein 10 macht? Haha, die Biere machen nicht so viel. Bloody Orange Highball? Tangy Citrus Taste of Blood Orange goes perfect. Gibt es das Sparkling Sassy Highball? Jim Beam Highball, was auch mal ein Highball ist. Akio nimmt das sehr ernst mit denen.
Hey, ich habe auch eine Kombo getroffen. Cool. Und ich hab, vielen Dank. Weil ich zwei Bier getrunken habe, bin ich direkt. Ach, das ist dieser Asiaten, die halten einfach nichts aus. Diese Japaner. Das hatten wir letztes Mal doch vertieft, ne? Dass das Trinken bis zur Besinnungslosigkeit bei den Japanern im Berufsleben ein ernsthaftes Problem ist. Ne, das ist der. Was ist denn der Parkboulevard überhaupt? Ist das hier? Gravurstudio? Doch, ja, das ist der Parkboulevard. Ja. Das ist voll weit. Na gut, rennen wir dahin. Das Problem ist, dass ich da ein bisschen die. Ah! Ich könnte auch einfach Wasser trinken, aber ich weigere mich. Oh, wir haben was gefunden. Kyu vermisst echt die Straße von links nach rechts. Alter. Ich kenne sowas ja aus eigener Echtwelterfahrung nicht gerade berichten, weil ich werde immer müde, wenn ich zu besoffen bin. Ich möchte einfach nur hinlegen und schlafe ein. Deswegen passiert mir sowas nie, dass ich irgendwie. Es gibt ja Leute, die das, wenn die bestimmte Mengen getrunken haben, werden die total aktiv und dann wach und wollen immer. Ach, der kann sich da so ruhig, das ist ja cool. Und haben dann voll viel Energie. Das geht mir genau das Gegenteil, ich werde einfach nur müde. Unter Umständen leicht depressiv, was nicht gerade geil ist. What? Was zur Hölle? Was ist das für ein cooler Move gewesen? WTF? Wer baut sowas ein? What? Oh Mann. Also vor allem, das, du brauchst ja auch irgendwie, dass da gerade jemand dran vorbeiläuft, die Zufall, das ist also wirklich. Kannst du ja auch rumzuspielen? Hey. Hey, seid ihr hier für dieses Fake-Interview? Ja, brauchst du irgendwas? Ich denke, ihr habt das hier fallen lassen. Oh, mein Talisman. Ich dachte, er wäre für immer weg. Das ist so wie, das ist Pech, sein Talisman zu verlieren. Vielleicht ist es deswegen, warum alles so, warum wir mit diesen Schwierigkeiten sind. Hey! Schieb das nicht auf mich. Das ist alles Masoikuns Fehler. Es stimmt was nicht. Naja, wir sollten hier ein Fake-Interview haben, aber der vierte von uns hat in der letzten Minute aufgegeben. Masoi sollte uns in so einen Ring aufschließen, aber anscheinend hat er einen Job gekriegt. Er hat bis jetzt gewartet, um mir zu schreiben und das Interview ist in ein paar Minuten. Wir brauchen mindestens vier Leute. Nach all dieser Praxis. Ach. Tja, der hat euch Leute einfach so hinterlassen. Es sollte alles gut sein, es wäre alles gut, wenn ich irgendjemand sein Talisman hätte fallen lassen. Hey, lass das nicht auf mich. Es ist nicht so, als hättest du irgendwie geholfen. Hey, ihr zwei, genug. Kämpfen wird dir nichts bringen. Hey, hast du gerade Zeit? Oh. Warum fragst du? Naja, wir sind alle ein bisschen gestresst wegen dieser ganzen Interviewgeschichte. Wir haben so hart geübt. Ich hatte mich bloß gefragt, naja, ob du unser vierter Mann sein könntest. Ich? Was denkst du? Du könntest, Was denkst du dir dabei? Du kannst doch nicht einfach irgendeinen zufälligen Passanten hier mit reinziehen. Aber er sieht ziemlich professionell aus. Vielleicht. Und immerhin war er nett genug, uns den Talisman zurückzubringen, nicht wahr? Also, Sir, es tut mir sehr, sich halt fragen, aber könntest du uns helfen? Ich bin nicht jetzt direkt ein Schüler. Ach ja, wir sind hoffnungslos. Ach, ich wünschte, ein netter, gemütlicher Job würde einfach so in meinen Schoß fallen. Ich möchte nicht, dass alle ihre Übungen einfach so ins Nichts gefallen sind. Vielleicht, aber was sollte ich tun? Ach komm, ich helfe dir mal. Alles klar, solange ihr euch sicher seid, dass ich euch irgendwie helfen. Wirklich? Oh, vielen, vielen, vielen Dank. Mein Name ist Katayama. Er ist Maseyaba-kun und das hier ist Mitsugishi-san. San? Nicht Shan? Ich bin Keo. Bist du dir sicher, Katayama? Dieser Typ ist, naja, er. Es interessiert mich nicht, ob er 80 ist. Wir brauchen einen vierten. Du bist ein Lebensretter, Kiyosan. Wie dem auch sei, während des Interviews, du solltest Sachen sagen, die mit dem zusammenhängen, was wir sagen. Weißt schon, um uns zu unterstützen. Denn wenn es dein Zug ist, lass es einfach nur so gut wie möglich klingen. Oh, und vielen Dank, Kiyosan. Wohin bin ich hier bloß reingeraten? Oh, nochmal übersetzen. Achso, ich
Vielen Dank, dass Sie alle hergekommen sind. Lassen Sie uns mit dem Interview anfangen. Dies ist ein Gruppenvorstellungsgespräch. Jeder nimmt also einen Zug, um sich selber etwas zu erzählen. Also, sollen wir anfangen? Wir können mit der Einführung anfangen. Ich bin der Kuma Masawa. Ich bin Chika Dingsbumster und ich bin Toshiki Hatayama. Ich bin Kyu. Kazuma Kyu. Wir sind sehr erfreut, hier zu sein, Sir. Es ist schön, Sie zu treffen. Schön, Sie zu treffen, ja. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Großartig. Eine energetische Begrüßung ist ein positiver erster Eindruck für einen potenziellen Angestellten. Nun dann, lasst uns etwas über Ihre Stärken hören, aber lehnt euch nicht zu weit raus oder es klingt wie angeben. Warum fängst du nicht an, Masewaku? Hi. Ja, ich habe eine viel Zeit im College damit verbracht, Futsal zu spielen. Es ist quasi 5 und 5, also das Minisoccer, Innenfußball, nur auf einem kleineren Feld. Ich war so gut, dass sie mich zum Kapitän des Chefs des Teams gemacht haben und wir haben den zweiten Platz im stadtweiten Turnier gekriegt. So schlecht, dass du nicht Erster kriegen könntest. So you didn't study much then. Die ersten beiden klingen relativ offensichtlich falsch. Also die zweiten, dritten. Na gut, also ein Teamspieler zu sein ist wichtig. Ich stimme zu und ein zweiter Platz ist ein fantastisches Ergebnis. Masewara Kun hat so einen unfassbaren Fokus, wenn er Futsal spielt. Ich meine, ich habe viele großartige Freunde im Team gemacht. Die Leute haben immer darüber geredet, wie ich ein großes soziales Gleitmittel war. Because it would oil up, oh man. Can be more than that? Er hat wirklich geholfen, dass die Leute miteinander klarkommen. Er hat wirklich das ist großartig. Splendid ist übrigens auch so ein wunderschön britisches Wort. Nicht wahr? Masewara Kun hat großartige soziale Fähigkeiten. Er ist wirklich ausgehend. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, ich hätte nie gedacht, dass... ich hätte es nicht mal gewusst, wenn Katayama uns nicht mal so einen Dingspunkt vorgestellt hat. Guter Punkt. Er ist so gut darin, Leute miteinander zu verbinden und sicherzugehen, dass sie sich gut miteinander vertragen. Ich freue mich darauf, diese Fähigkeiten in einer professionellen Umgebung zu benutzen zu können. Das ist soweit für mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Großartig. Du bist das nächste Mal, bist du gar nicht schon. Meine beste Fähigkeit ist das Kochen. Das ist klar. Niemand kann meinen Signature-Kartoffelsalat toppen. Ich werde nicht unhöflich sein, aber wie genau versuchst du, wirst du diese Fähigkeiten in deinen Arbeitsplatz einsetzen? Bosses are like potatoes. Es sagt, dass sie ein vorsichtiger Arbeiter ist. Und wer weiß, wann messerhändisch werden. Es zeigt, dass sie ein... Gut, ich muss mal diligent übersetzen. Diligence, Rücksichts... Ich glaube, es heißt rücksichtsvoll. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach, diese Wörter, die ich nicht kenne, das ist nervig. Normalerweise gehe ich über sowas einfach hinüber, wenn ich so englische Texte lese und dann passt das irgendwie im Zusammenhang. Das heißt fleißig. Ein großes soziales Leitmittel. Ja, das ist die korrekte Übersetzung, ich bin mir sicher. Lubriquent heißt Leitmittel. Das ist keine andere Übersetzung wäre richtig gewesen. Ja, es sagt, dass sie eine fleißige Arbeiterin. Wenn Mitsuguchi-chan lernen kann, ein perfektes Rezept lernen kann, dann kann sie dasselbe im Beruf tun. Richtig. Dass die andauernd multitasken zu können, während ich koche, ist außerdem noch drauf. Außerdem bin ich selbstsicher und ich kann diese Fähigkeiten zum Arbeitsplatz bringen. Gut gesagt. Ich freue mich darauf, dass zu sehen, wo deine Karriere dich hinverträgt. Bis zum 25. Lebensjahr und dann in die Schwangerschaft? Hm, so ist so der Plan. Weiter geht's. Es ist da noch etwas, was du uns erzählen möchtest. Mitsuguchi-san. Mal sehen. Oh ja, vor einem Jahr bin ich auf einen Seelsuchtrip nach Indien gelaufen. Es war erleuchtend. Es ist gut, andere Kulturen zu erleben. Hast du gutes Curry gegessen? Ich bette, du hast keine einzige Seele gefunden. Andere Kulturen bestimmt selber rein. Es ist gut, andere Kulturen kennenzulernen, um ihre Werte und ihre Schwierigkeiten zu sehen. Genau. Zu sehen, wie die Leute in Indien gelebt haben, hat wirklich meine Augen geöffnet und wie klein mein Blick doch auf die Welt war. Ich verstehe. Das klingt nach einer sehr wertvollen Erfahrung für dich. Das war's. Ich denke oft daran zurück, was ich dort gelernt habe. Gut, das ist das für mich. Okay. Vielen Dank dafür. Das war großartig. Vielen Dank. Katayama-san, du bist das nächste dran. Okay, worüber sollte ich reden? Ah,
Genau, als ich in der Schule war, habe ich das Feld der Robotik total gefangen genommen. It's a future proof industry. Are you trying to get to the moon? Extreme way of robotic. Das sagt der, warum du selber so ein Roboter bist. Der ist natürlich eine zukunftssichere Industrie. Das klingt nach einer zukunftssicheren Industrie. In der Tat. Robotics ist das, was unsere Gesellschaft und vielleicht sogar die ganze Welt nach vorne treiben wird. Hast du nicht irgendeine Art von Forschungspreis gewonnen, Katayama? Das ist richtig. Ich hatte einen ziemlich großen Einfluss in der akademischen Welt. Wenn ich über meine Forschung zu sprechen, war ziemlich frustrierend bei der Zeit. Mein Lehrer hat mich motiviert, damit weiterzumachen. Das Ziel meiner Forschung zu erreichen, hat meine Durchhaltefähigkeit gezeigt. Wie ich sagte, das Durchhaltefähigkeit zahlt seine Dividenden. Wenn du bloß die Jobsuche so behandeln wirst. Solltest du in der Liebe auch durchhaltefähig sein. Das ist eine gute Arbeitsplatzhaltung. Hi. Vielen Dank. Ich benutze das, was ich in der Roboterforschung gelernt habe, um mich selbst in die professionelle Welt zu bringen. Ich kann das nicht erwarten zu sehen, wo das endet. Ich auch nicht. Ich denke, ich werde sehr gut beim Arbeiten sein. Gut, das ist alles, was ich zu sagen habe. Ich hoffe, ich habe zu Ihren Standards gehalten. Das lässt uns zu dich alleine. Kiyokun, du bist nicht gerade ein jüngerer Schüler, oder? Das ist richtig. Ich habe mich entschieden, etwas Zeit in der realen Welt zu verbringen. Also suchst du eine Mittelkarriere-Neuordnung, nicht wahr? In diesem Fall habe ich ein paar Fragen für dich. Als erstes, was war deine vorherige Beschäftigung? Nun gut, das würde ich schon mal nicht sagen. Ja, ich war der vierte Vorsitzende des Tojo-Clans. Das klingt irgendwie nicht so gut, glaube ich. Ja, er war im Immobilienhandel zuständig. Ja. Ich war im Immobilienmarkt vor einigen Jahren tätig. Was? Immobilienhandel? Das ist eine Überraschung. Welche Rolle warst du dort? Ich hab die ganze Firma gemanagt. Ich habe Personal rekrutiert, habe mein Team strukturiert und habe verschiedene Aufgaben geplant, und um gegen die 5 bösen Billionäre anzukommen. Wow, das Erfahrung wie das wird ohne Zweifel deine Fähigkeiten jeder Firma zeigen. Für eine zweite Frage, Kiyokun. Lass mich sehen. Warum erzählst du nicht, wo du dich in den nächsten 5 oder 10 Jahren siehst? In anderen Worten, hast du irgendwelche Ambitionen in deiner Karriere? Ich könnte mich Taxifahrer? Ein Waisenheim? Oh, das ist ein Maskottchen. Ich habe darüber nachgedacht, ein Waisenheim zu starten. Denen zu helfen, die sich nicht selbst helfen können, war immer einer meiner stärksten Seiten. Was ein großartiges Ziel, Kiyokun. Du musst wirklich sich für das Wohl der Kinder in den Not kümmern. Kiyosan hat uns nichts als Freundlichkeit gezeigt, solange wie wir ihn schon kennen. Was ungefähr 5 Minuten ist. Ich muss sagen, Kiyo, das ändert meine Meinung von dir gewissermaßen. Sieht so aus, wäre Zeit vorbei. Habt ihr noch was anderes zu sagen? Eine Sache noch, ja. Fallen dir die Haare aus, schönes Wetter, wa? Na, vielen Dank, dass wir da sein durften. Jo, oder was immer das heißt. Wunderbar. Ein freundliches Verabschiedung ist der perfekte Weg, um ein Interview abzuschließen und sicherzugehen, dass man in Erinnerung bleibt. Wenn nicht wirklich jeder genau den gleichen Scheiß macht, weil alle die gleichen Bücher und die gleichen Ratgeber befolgen. Das heißt, es ist ungefähr so originär wie Sand. Nämlich gar nicht. Na gut, das macht unser gefälschtes Forschungsgespräch zu einem Ende. Vielen Dank für die alle harte Arbeit. Ich hätte mir das gewünscht, dass, wo ich damals in der Uni war, dass ich sowas auch mal gemacht habe. Ich habe sowas nämlich nicht gemacht und habe das dann irgendwie. Ne? Naja, schade. So, schön. Das bringt uns zum Ende. Mal sehen, wie ihr euch verhalten habt. Wisst ihr was? Das war vielleicht das beste falsche Forschungsgespräch, das ich jemals gemacht habe. Ihr Leute seid wirklich bereit für das echte Ding. Wartet bloß ein bisschen draußen, während ich mich vorbereite. Ihr habt doch nicht. Es schaut euch doch nicht ein bisschen zu warten. Natürlich nicht. Aha. Wir haben es geschafft. Du hast uns da wirklich gerettet, Kiyosan. Ich hätte niemals gedacht, dass
dass ich diese, dass es dieses gefälschte Interview in eine echte Möglichkeit dann umwandeln könnte. Das ist ja unfassbar. Ich freue mich für euch, Leute. Wir hätten es niemals ohne deine Hilfe tun können. Vielen Dank, dass du bei uns geblieben bist. Ich bin für immer an deine Schulden. Wir werden dich niemals vergessen. Ich hoffe, dein nächstes Vorstellungsgespräch läuft genauso gut. Aber ich sollte wahrscheinlich gehen. Wir verstehen das natürlich. Hier, das ist zwar nicht viel, aber wir schulden dir das. Oh. Eine japanische Tauchuhr. So, wir sollten da hochgehen. Und all das Zeug, was du dir ausgedacht hast, war unfassbar, Kieran. Du hättest uns fast überzeugt, dass es echt war. Aber es war echt. Ah, der Blick. Das ist auch wieder so ein typischer Anime-Perspektive, so von unten so mit. Muss wohl echt. So, wie dem sei, wir sind fertig für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.